bisschen aufmuntern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen. Als Techniker sehe ich die Gründe für diese Debatte so. Die Koalition wollte etwas für den Klimaschutz erreichen und einigte sich auf eine 10-prozentige Förderung der energetischen Sanierung. Um die eventuellen Steuerausfälle zu kompensieren, sollte der Handwerkerbonus auf kleine Rechnung wegfallen. Und weil Bayern diesen Bonus komplett erhalten will, ist die Förderung der energetischen Sanierung jetzt für die SPD laut Obermann vom Tisch. Horst Seehofer hat eigentlich recht. Das Streichen des Handwerkerbonuses für diese energetische Gebäudesanierung wäre kontraproduktiv. Aber Herr Obermann hat eigentlich auch recht, denn es würde Steuerausfälle geben. Und die Grünen, die haben auch recht. Weil mit diesem Theater, mit diesem Eiertanz wird Energieeinsparung einfach nur noch lächerlich. Da investiert ein Hausbesitzer in Bayern 10.000 Euro in eine neue Heizung und bekommt nächstes Jahr dann 100 Euro erstattet und im Jahr darauf nochmal 100 Euro und nach 10 Jahren hat er 1.000 Euro zurückbekommen. In der Zwischenzeit müsste er jährlich den Heizungsmonteur rufen, der die Heizung wartet. Der Monteur kostet über 100 Euro jährlich, macht nach 10 Jahren mehr als 1.000 Euro. Da er jetzt nach Herrn Obermann nicht mehr die Handwerkerrechnung erstattet bekommt, ein Summenspiel, bestenfalls. Horst hat recht. Durch das Kürzen des Handwerkerbonuses bewirkt das Sanierungsprogramm nur Mitnahmeeffekte bei Hausbesitzern, die sowieso die Heizung erneuern wollten. Herr Obermann hat aber auch recht. Für diese 10% Förderung wird niemand zusätzlich seine Heizung sanieren. Der Mitnahmeeffekt führt dann zu Steuerausfällen, die schwarze Null geht flöten und deshalb wollte ja die Koalition für alle Bürger den Handwerkerbonus streichen, bei den kleinen Rechnungen. Aber uns Linken liegt es fern, nur zu kritisieren. Deshalb lassen Sie uns eine echte Förderung beschließen, basierend auf folgenden Punkten. Eine 25-prozentige Förderung der energetischen Sanierung, aber nur dann, wenn die Dämmung mit der Heizung abgestimmt wird. Denn was bringt es, die Heizung zu erneuern, bevor die Dämmung optimiert ist? Dann ist die Heizung, wenn später gedämmt wird, falsch dimensioniert. Häuser sind Wärmespeicher. Da könnten wir doch extra Wärmespeicher und Tauchsieder spendieren für kleine Stromkraftwerke, die in Kraft-Wärme-Kopplung mit der Abwärme Wohnung heizen. Damit bei viel Wind und Sonne die Wärme mit Strom erzeugt wird und wenn dem Wind die Puste ausgeht und die Sonne fehlt, dann könnten diese Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke ordentlich Strom liefern. Und liebe CSUler, wenn wir diese Kraftwerke geschickt nutzen, könnten wir uns die eine oder andere 500 kV Gleichstromtrasse durch Thüringen und durch Bayern sparen. Und um Herrn Obermann zu beruhigen, es werden keine Steuermittel fehlen, wenn Sie das Privileg der Zinsabschlagsteuer streichen. Auf Deutsch, wenn Kapitaleinnahmen aus Dividenden statt pauschal mit 25% mit dem persönlichen Steuersatz belastet werden. Das trifft übrigens ganz SPD mal die Reichen. Und liebe Grüne, mit so einem Konzept würde neben der Symbolik auch wirklich etwas fürs Klima erreicht werden. Da zerbreche ich mir den Kopf über Wünsche und Sorgen von Union, SPD und Grünen. Wo bleibt die Linke? Wir fordern, dass eine energetische Sanierung von Mietshäusern nur dann gefördert wird, wenn sie warmmietenneutral erfolgt. Damit stoppen wir gleichzeitig dieses miese Vorgehen einiger Hausbesitzer, die über die Kosten der energetischen Sanierung Mieterinnen und Mietern aus ihren Wohnungen vertreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht hätten diese Vorschläge realistische Chancen zur Umsetzung, wären sie nicht von mir, einem Linken aus Thüringen, sondern von Seehofer, einem Bayern aus München, gestellt worden. Die SPD hätte ihr Gebäudesanierungsprogramm, die Union ihre schwarze Null, die Grünen ihren Klimaschutz und die Linke die soziale Gerechtigkeit. Mieterinnen und Mieter, stabile Mieten und die Bauwirtschaft mehr Aufträge. Es könnte so einfach sein. Vielen Dank. Dr. Nina Scheer, SPD-Fraktion, hat jetzt das Wort.